Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mittels Shortcut an die Eigenschaften eines Ordners herankommen. Ich rufe mal mein Windows-Verzeichnis auf und jetzt möchte ich herausfinden, wie groß der Ordner System32 ist. Standardprozedur ist normalerweise Rechtsklick auf die entsprechende Datei oder auf den entsprechenden Ordner, dann auf Eigenschaften und dann bekommen Sie hier Ihr Eigenschaftsfenster von System32. Und können hier die entsprechenden Daten ablesen. Nun, dem das zu lang dauert und wem das unnützes Geklicke ist, der kann sich hier jetzt helfen. Das Ganze geht auch mittels Shortcut, nämlich wenn Sie die Alt-Taste gedrückt halten und dann doppelt auf den Ordner klicken. Also ich drücke jetzt die Alt-Taste und klicke doppelt auf den Ordner, dann öffnet sich auch automatisch das Eigenschaftsfenster. Das gleiche Interface, alles gleich. Eben nur nicht mittels Rechtsklick Eigenschaften. Also wie gesagt, Shortcut ist Alt und doppelt auf den Ordner klicken, dann kommt das Eigenschaftsfenster. Gut, das geht natürlich auch mit jedem anderen Ordner, zum Beispiel jetzt hier den Media-Ordner nehmen. Ich drücke die Alt-Taste, Doppelklick, öffnet sich auch das Eigenschaftsfenster von dem Ordner Media. Aber das geht natürlich nicht nur mit Ordnern, nein, das geht auch mit Excel-Dateien oder mit jeder beliebigen anderen Datei. Ich habe hier zum Beispiel unbenannte Dateien, das ist ein XML-Dokument, oder ich habe Textdokumente. Das geht alles. Ich nehme jetzt hier mal den Explorer, Rechtsklick, Eigenschaften und jetzt mal für Shortcut, Alt-Taste, Doppelklick, dann kommt wieder das. Also, es geht mit allen Dateien. Und so viel zu dem. Okay.